liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Der Herbst ist da, der Sturm war diese Woche extrem und wer mir auf Instagram folgt, hat schon gesehen, dass es bei uns ein Teil eines Baumes komplett in den Garten gelegt hat. Locker, ja, 3,5 bis 4 Meter ist da in unseren Garten zum Glück gefallen und zum Glück stand da auch nichts anderes. Wäre er in jede andere Richtung gefallen, wäre entweder unser Haus im Weg gewesen oder das Gartenhaus der Nachbarn oder ja, das direkte Haus der anderen Nachbarn. Manchmal muss man Glück haben. Also es ist schon ganz schön heftig gewesen, wenn man da von der Arbeit heimkommt und sich denkt, okay, was ist das? Aber ja, es ist niemandem was passiert und ja, der Baum ja, wird jetzt auch noch von uns aus dem Garten natürlich irgendwie entfernt. Noch keine so rechte Ahnung, wo man mit diesem Riesen da hingeht. Ich meine, es muss natürlich erstmal klein gemacht werden, aber ja, es war ganz schön was los. Es sind einige Äste, Bäume, Sachen umgefallen bei uns in der Umgebung. Es war auch mit dem Auto nicht sehr angenehm zu fahren, gerade wenn ich dann so auf der Bundesstraße unterwegs war und man da doch ein bisschen schneller fährt und einem von rechts oder links natürlich die Böen so ein bisschen erwischen. Da ist ja, ist immer so ein bisschen Vorsicht geboten. Es war ja einiges los in Deutschland bei diesen Orkan-Windstärken. Und im Vergleich habe ich am Mittwoch oder Donnerstag irgendwo gehört, vor einem Jahr waren es noch 28 Grad. Ja, gut, diese 28 Grad werde ich hoffentlich in meinem Sommerurlaub dann auch genießen können, weil da ist es aktuell sogar noch über 30 Grad in Ägypten. Von daher, ich freue mich da schon sehr drauf. Daher ja auch hier der kleine Hashtag Meerweh. Es leitet sich ja ab von Fernweh, weil mich da einige gefragt haben, was heißt das? Und ich habe eben nicht unbedingt in die Ferne einen Schmerz, sondern ich will nur ans Meer. Und ja, das ist ja dann auch bald soweit im Oktober. Aber was gab es diese Woche ein bisschen? Ich habe 3 Bücher beendet, ich habe Kurzgeschichten angefangen und ich habe eine neue Serie entdeckt, die mich diese Woche sehr in den Bann gezogen hat. Ich habe 2 neue Mind-Magazine hier. Ich habe eine, die ich diese Woche zu Ende gelesen habe. Und ja, ich war im Circle, ich war im Kino und ja. Ja, ich glaube, das war es so im Groben in der Woche. Ich denke, wir fangen einfach so ein bisschen der Reihe nach wieder an. Begonnen hat, oder das erste Buch, das ich diese Woche beendet habe, war Die Insel von Richard Layman. Da habe ich ja in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass ich das angefangen habe. Mein erster und wohl tatsächlich auch letzter Layman und ja, dazu natürlich mehr. Dann habe ich schon parallel gelesen Driving Miss Norma, Sag Ja zum Leben von Tim Bauerschmidt und Rami Little. Und diese Geschichte hatte mich direkt angesprochen, als ich sie beim Verlag gesehen habe. Und ich war so happy, als es bei mir dann auch angekommen ist als E-Book. Und es war mein Handy, entschuldigt. Und ja, musste es dann auch ziemlich zeitnah anfangen, weil mich die Geschichte so, ja, einfach auch angesprochen hat. Dann hatte ich gestern so einen Moment, wo ich in meinem E-Book-Reader so ein bisschen nach Büchern gesucht habe, wo ich dachte, Mensch, auf was hast du jetzt noch so ein bisschen Lust? Und da bin ich auf einen Self-Publisher-Thriller gestoßen, und zwar Das Wasser von Anna Engel bzw. Alexandra Ferz. Ich weiß nicht, ob das ein Pseudonym ist oder wie sich das so zusammenstellt. Man findet sowohl den einen wie den anderen Namen. Da bin ich ein bisschen irritiert. Das ist ein Buch, das ich im Indie-Monat Februar gekauft habe. Ich denke zu einem Schnäppchen von 99 oder 1,49 Euro. Und das habe ich, ja, es waren 140 Seiten, auch relativ schnell gelesen. Und dann habe ich die ersten 250 Seiten im Bazar der bösen Träume gelesen. Ich habe immer wieder zwischendurch ja, eine der Kurzgeschichten gelesen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele der Kurzgeschichten das jetzt im Grunde schon waren. Es waren doch schon einige, 5, 6, 7 Stück. Es sind auch ein paar drin. Und ja, ich möchte das auf jeden Fall auch noch im September beenden. Aber ich denke, wir starten jetzt erstmal mit dem ersten Buch. Und das ist Die Insel von Richard Layman. Wurde mir vor 2, 3 Jahren als Layman bei BookTube etwas umherging, als Anfänger-Layman empfohlen. Und dann ist der auch auf meinem Sub gewandert. Und ich habe den jetzt über eine Woche zusammen mit dem lieben Thorsten und Erik von den Two Heads gelesen. Beide Kanäle natürlich auch unten in der Infobox. Das Buch ist erschienen 2009. So steht es zumindest auf Amazon. Das ist aber wohl schon die zensierte Ausgabe. Man braucht eine Ausgabe von vor 2008. Da gibt es noch eine unzensierte Ausgabe. Ursprünglich ist die Geschichte irgendwie aus Anfang der 90er Jahren
Und ja, der Autor hat aber erst nach seinem Tod, glaube ich, tatsächlich Berühmtheit erlangt. Oder er war, glaube ich, schon als Schriftsteller auch unterwegs. Aber ich glaube, so als gehypter Horror, ja, Autor, das kam dann erst, als er gestorben ist. Und er ist schon 2001 gestorben. Und ja, und ja, danach ging dann so, glaube ich, auch der Hype über. Ich habe das nicht so recht bei Wikipedia rauslesen können. Ja, erschienen ist oder erscheint aktuell die Ausgaben von ihm im Heine Hardcore Verlag. Also da muss man schon aufhorchen. Es ist nicht der normale Heine Verlag, sondern Hardcore. Also theoretisch Bücher, ich sag mal ab 18. Das würde ich einfach mal, ne, so jetzt konkret, wenn man sich fragt, was ist dieses Hardcore? Das Taschenbuch gibt es für 10 Euro, das E-Book hat 9 Euro gekostet, aber es gibt Richard Lehman, schwieriger Name, natürlich auch schon gebraucht zu kaufen auf Rebuy und auf Medimobs, da komme ich aber später nochmal ja, drauf zurück. Ja, die Ausgabe, die Thorsten gelesen hatte, hatte glaube ich 560 Seiten, an der habe ich mich orientiert, dadurch, dass ja, mein E-Book-Reader nicht so wirklich die echte Seitenzahl der Bücher anzeigt. Das ist immer ein bisschen Rätsel. Ich versuche das immer so im Dreisatz dann auch hochzurechnen, um dann zu wissen, wo ich in etwa bin. Aber das ist ja beim Buch, was man komplett in einem Monat liest, auch nicht ganz so tragisch. Und ja, wir drei haben uns auch sehr, sehr rege ausgetauscht, wirklich täglich nach unseren Leseabschnitten haben wir uns über dieses sehr merkwürdige Buch ausgetauscht. Ich sage das jetzt einfach mal so. Es geht hier darum, dass eine Familie, also Vater, Mutter, die Töchter mit den Ehemännern oder Freunden irgendwie einen Yachtausflug, ich glaube irgendwie um die Bahamas herum, einen Yachtausflug machen. Diese Yacht explodiert. Scheinbar ist der eine Schwiegersohn daran schuld, ist aber auch in die Luft gesprengt worden. Und sie stranden im Grunde auf einer Insel, die vermeintlich unbewohnt ist und ja, versammeln sich da im Grunde am Feuer, überlegen, was ist nun zu tun. Und in der ersten Nacht wird eben einer der Männer, der einen der Töchter irgendwie ja, vermisst und wird dann eben auch ja, ermordet, aufgehängt, auf dieser Insel gefunden. Und jetzt geht natürlich so das Suchen, Versteckspiel los. Wer ist der Mörder? Was ist hier? Gibt es hier Menschen auf der Insel? Steckt womöglich irgendwie einer von denen, die jetzt da sind, dahinter? Und diese Geschichte wird uns erzählt vom 18- oder 19-jährigen Rupert, der mit einer der Töchter eben irgendwie zusammen ist oder auch nicht. Aber eigentlich steht er wohl eher auf die anderen Schwester und auch auf die Mutter. Es ist ein Wirrwarr. Ihr merkt schon, ich bin da auch nach wie vor sehr, sehr verwirrt. Ich glaube, er war 18. Und er schreibt eben in Tagebuchform diese Geschichte und wir bekommen sie auch in Tagebuchform erzählt. Also wir lesen wirklich das Tagebuch von Rupert, das er wirklich anfangs noch sehr zeitnah schreibt. Also wirklich man den Eindruck hat, er greift mitten unter Tage dazu und beschreibt die letzten Stunden. Gegen Ende hin merkt man, dass er eher Erinnerungen aufschreibt, was sich dann auch im Schreibstil so ein bisschen bemerkbar macht. Und es ist ein sehr einfacher Schreibstil, es ist ein sehr flacher, plumper Stil, der schon irgendwie, ja, den man lesen konnte, aber so das gewisse etwas unglaublich gefehlt hat. Also es war halt wirklich eher so, als würde man vielleicht sogar noch den Entwurf eines Buches lesen. Ich weiß nicht, ich fand das tatsächlich fast schon zu einfach in Sprache. Es gibt sehr viele Dialoge innerhalb dieser Tagebucherzählung, was auch ein bisschen drehbuchartig dann wirkt, was nicht meins ist. Das ist definitiv, ich fand es ein bisschen schwierig. Also das, sich da reinzufinden, ich meine, wenn man da mal 100 Seiten hat, hat man irgendwie verstanden, wo der Autor hin will. Aber ja, man kann es insgesamt waren diese 50 Seiten pro Tag sehr schnell zu lesen. Und ich glaube, damit ist jetzt auch schon alles Positive irgendwie über dieses Buch gesagt. Die Story war unglaublich hohl, die Charaktere unglaublich dumm und ich hatte keinen Spaß an der Geschichte. Und ich weiß auch gar nicht, was ich so dazu sagen soll, weil mir da einfach auch irgendwie die Worte fehlen, weil ich, ja, mir fehlen einfach die Worte. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe ganz oft Augen gerollt, ich war ganz oft genervt. Gegen Ende hin wurde ich unglaublich aggressiv, weil da Themen verschönert wurden und ich dachte mir, das kann man einfach nicht machen. Und all die, die über New Adult lästern, weil da Frauen irgendwie sexistisch dargestellt werden, die sollten mal den Richard Lehman lesen. Ich glaube, da hätte auch Alice Schwarze ihre Freude dran. Also das ist einfach unglaublich viel Klischee, unglaublich viel Sexismus und man muss das entweder mögen oder nicht. Und ich mochte es einfach nicht. Und es ist einfach, wo ich, also es ist noch nicht mal der Sexismus, der mich so gestört hat oder die Klischees. Es ist eher dieses Verschönern und Verherrlichen von Gewalt, von einem Protagonisten,
der eigentlich einen mehr oder weniger normalen Eindruck macht. Also, ja, so ganz normal war er nicht. Also für einen 18-Jährigen, okay, finde ich schwierig. Also ich kannte immer, wie ich 18 war, auch keine 18-Jährige, die so waren. Zumindest hat mir das keiner so ins Gesicht gesagt. Vielleicht ist das das Geheimnis dahinter. Es ist einfach schwierig, wenn einer auf einer, oder wenn Leute auf einer Insel sind und die sich keine Gedanken darüber machen, essen, trinken, ja, es gibt hier ein bisschen Whisky, wir können auch mal irgendein Tier, wenn überhaupt Tiere vorkommen, vielleicht jagen, wir haben ein paar Vorräte, und die aber dann ständig Eifersüchteleien untereinander haben. Rupert, unser Protagonist, der war gefühlt ständig scharf und immer auf irgendjemand anderen, und da hat mein Rücken rausgeblitzt und da hat sie ein Bikini an, und ich dachte mir, du hast andere Probleme als jetzt. Nein, hatte er nicht. Aber ich möchte das gar nicht zu extrem ausführen, denn ich würde mich wahrscheinlich nur hier in Rage reden, und das will ich nicht. Also es hatte schon gewisse Spannungsmomente, gewisse, und man hatte auch schon immer das Gefühl, durch den einfachen Schreibstil, man liest schon irgendwie angenehm weiter. Aber das ist wirklich so das einzig Positive. Die Handlung, die nimmt gegen Ende hin eine Wendung, an der ich wirklich dachte, jetzt ist der Punkt gekommen, wo du eigentlich aufhören solltest, müsstest. Dachte aber, Mensch, wenn man so ein Buch gemeinsam liest, ist es halt blöd, wenn man vorneweg irgendwie aufhört. Das ist immer so ein bisschen, ja, das hat mich halt auch so ein bisschen durchhalten lassen. Eben auch der Austausch mit Erik und Thorsten, die eben ähnliche Smileys geschickt haben oder Emojis geschickt haben, wie ich nach dem Leseabschied. Ich dachte, okay, ich bin zumindest nicht allein. Thorsten hat jetzt schon gesagt, dass das wohl das schlechteste Lehmann ist, den er kennt. Und ja, Thorsten ist ja hier wirklich auch ein Fan von Richard Lehmann, von daher wird es wahrscheinlich schon wissen. Aber ich werde zu keinem Layman mehr greifen. Für mich war Layman schon an der Grenze zu, was ist Literatur und was nicht. Und für mich war das nicht wirklich Horror, es war noch nicht mal wirklich Splatter. Und ich habe früher, wie ich jung war, gerne Splatter-Horrorfilme geguckt. Auch Filme, die damals noch auf Index standen, die heute freigegeben sind. Aber das, weiß ich nicht, das war für mich in dem Buch nicht so richtig erkennbar. Also es war... Ich weiß, ich habe da gar keinen Namen für diese Richtung von Horror, insofern ich das überhaupt in irgendein Genre packen möchte. Und ich finde tatsächlich auch schlimm, dass dieses Buch, obwohl es, also es gibt ja bei Büchern keine FSK wie beim Film, dass dieses Buch jeder kaufen kann. Also es kann jeder über Rebuy kaufen, über Amazon kaufen, er kann in die Buchhandlung gehen. Und auch wenn das im Heine Hardcore Verlag erschienen ist, könnte jeder 16-Jährige, 15-Jährige, 14-Jährige, 12-Jährige dahergehen und sich dieses Buch kaufen. Also ich habe bei diesem Buch tatsächlich so ziemlich, das erste, zweite, dritte Mal im Leben den Gedanken gehabt, irgendwo würde so eine FSK-Regelung vielleicht schon Sinn machen. Kann man natürlich schlecht nachvollziehen im Internet, aber ich weiß zum Beispiel, dass es bei Rebuy ja zum Beispiel PC-Spiele gibt, die ab 18 sind, wo man dann ja per Nachname im Grunde das sich ausweisen muss und dann das ja auch bezahlt, dass man dann eben über 18 ist. Also, dass diese Prüfung stattfindet. Und sowas könnte man durchaus ja auch für Bücher einführen. Also ich, da wären wir dann wieder beim Circle, dass jeder eine Identität hat im Internet, und da wäre dann das Alter auch ganz einfach. Aber gut, ich möchte gar nicht mehr über dieses Buch sagen. Es war für mich mit, glaube ich, wirklich das schlechteste Buch, was ich überhaupt je gelesen habe. Und es bleibt weiterhin der Gedanke, dass es für mich auch eine Richtung New Adult hatte, gerade die Gedanken von Rupert, aber eben nur für Erwachsene und mit ein bisschen Blut. Also es hatte, was New Adult bei mir im Jugendgenre ist, war jetzt definitiv auch die Insel im Erwachsenenbereich. Es ist ja ein Erwachsenenbuch. Also so ist so mein Gedanke, also das hat sich nicht allzu viel genommen. Und ja, es war ein bisschen verschwendete Lesenszeit, aber jetzt weiß man auch, was einem nicht gefällt. Und ich finde das ja auch immer gut, von daher. Weiter ging es aber dann mit einem Buch, das ganz anders war, zum Glück, und mich wirklich absolut begeistert hat. Driving Miss Norma sagt Ja zum Leben von Tim Bauerschmidt und Raimi Little. Das ist in diesem Jahr im August erschienen, im Heine Verlag, kostet broschiert 18 Euro, als E-Book 14 Euro und hat knapp 280 Seiten, wobei einige Seiten am Ende dann auch mit Bildern ausgestattet waren, was ich unglaublich schade fand, dass die schwarz-weiß waren. Ich habe dann im Internet auch einfach mal nach... dieser Miss Norma sozusagen gegoogelt und dann eben auch die Bilder bunt gefunden.
Und ja, eine wunderbare Geschichte, so viel einfach schon vorneweg. Wir haben hier Tim und Raimi, also die Autoren, gibt es sozusagen wirklich, und sie schreiben eben eine gewisse Zeit in ihrem Leben nieder, denn die beiden sind früh pensionierte Amerikaner, die mit einem Wohnmobil schon immer durch die USA reisen. Und bei einem ihrer Besuche bei Tims Eltern ist sein Vater schon sehr krank und stirbt dann auch und lässt im Grunde die Mutter so ein bisschen allein. Und mit Anfang 90 oder 89 erfährt eben Miss Norma, die Mutter von Tim, dass sie einen Krebs hat, dass sie Bestrahlung, Behandlung, Chemo bekommen soll, aber man ihr auch nicht sagen kann, ob es da irgendwas besser macht. Und sie entschließt sich dann nach einigen Gesprächen mit ihren Kindern und eben auch mit Tim, sie verkauft alles, was sie hat. Sie schaffen sich ein größeres Wohnmobil an und sie reist einfach die letzte Zeit in ihrem Leben durch die USA. Das ist so in etwa die Anfangsgeschichte dieses Buches, und wir erfahren so also die Zeit, die eben Norma mit Sohn und Schwiegertochter eben unterwegs war, was passiert ist, und wir erfahren diese Geschichte aus beiden Perspektiven. Sowohl der Sohn Tim als auch die Schwiegertochter Raimi erzählen eben ihre Sicht auf die Dinge, und das war wunderbar. Es war ein unglaublicher Trip im Leben von Norma und wie diese Frau aufblüht, was sie alles sieht, wie sie das empfindet, in Kombination eben mit der jüngeren Generation, die ja auch schon ein bisschen älter ist. Und das war einfach großartig. Überhaupt dieser Gedanke dieses Nomadenlebens, den ich ja auch sehr, sehr schön finde. Ich wollte ja, wenn ich reich wäre und mal im Lotto gewinne, ich wollte ja immer eine kleine Yacht haben und wollte dann so von Küste zu Küste schippern und da bleiben, wo es schön ist. Und ich hätte dann eben auch keine feste Adresse mehr. Aber wir atmen das hier aus. Nein, und ich kann mir das wunderbar vorstellen, dass man eben einfach durch die USA reist. Es gibt hier auch noch einen Pudel, Ringo, der mit dabei ist. Und die Geschichte waren, glaube ich, ursprünglich mal Blog-Einträge. Also ich glaube, Raimi hatte einen Blog geführt. Und aus diesen Blog-Einträgen hat man jetzt eben ein Buch gemacht und das eben so der ganzen Welt präsentiert. Es sind sehr persönliche Eindrücke, die auch aus dem Leben gegriffen sind und die einfach so locker, flocker niedergeschrieben sind, dass man wirklich so durch die Seiten jagt und das einfach ganz viel einem mitgibt. Das ist sehr bewegend, das hat mich unglaublich berührt, es hat mich zum Lachen gebracht, ich hatte auch so manches Mal Tränen in den Augen und am Ende gerade dann auch einen ganz großen Kloß im Hals, als es dann ja darum geht, auch Abschied von dieser Welt zu nehmen, von diesem Reisen und dass das Leben eben doch so viel bietet, wenn man einfach vor die Tür geht. Es ist sprachlich sehr schön erzählt, man merkt wirklich die Liebe der beiden zur Mutter, zur Schwiegermutter, und das fand ich wirklich ganz toll, und eben auch der Perspektivwechsel, weil natürlich auch mal Raimi etwas Ironisches über ihren Mann erzählt und umgekehrt. Und das halt so aus zwei verschiedenen Sichten hat einfach unglaublichen Spaß gemacht. Es ist eine Lebensgeschichte oder ein Lebensabschnitt, die mir wirklich ganz viel Lesespaß gebracht hat. Ich habe das wirklich verschlungen. Ich glaube, ich hatte das in so zwei Tagen weggelesen und ich hatte wirklich ganz viel Spaß dabei. Also es war wirklich, bei jedem Mal weglegen dachte ich mir, ach, eigentlich nur so ein bisschen geht, und es war einfach, es geht so zu Herzen und man nimmt so viel Positivität einfach mit, und ich brauche das in diesem Jahr mehr als sonst, weil manchmal geht auch meine positive Kraftreserve gegen Ende, und ich fand das einfach toll. Man nimmt etwas mit, man lässt sich von fremden Menschen im Grunde aufbauen, man lässt einfach so Gefühle zu, und man ist einfach so dabei, und das war einfach unglaublich großartig. Das hat mir wirklich super gut gefallen. Es regt zum Nachdenken an, und man überdenkt vielleicht auch das ein oder andere im Leben, und man merkt, dass Dinge, über die man sich aufregt, es eigentlich nicht wert sind, und man weiß es eigentlich. Man weiß, man muss sich nicht über Politik aufregen, man weiß, das Wetter kann man auch nicht ändern, lohnt sich nicht. Es gibt wichtigere Dinge, über die man sich aufregt, aber dieses Buch hält einem so den Spiegel vor und sagt einem das nochmal ganz, ganz deutlich, dass man eben das Leben genießen soll, die schönen Seiten genießen soll, und dass man eben einfach mit allem, was man hat, beim Leben im Grunde auch dabei sein soll, dass man ganz bewusst leben soll und auch muss.
Und das war wirklich ein großartiges Buch. Also ihr merkt, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht heraus. Mir hat es wirklich großartig gefallen. Es ist ein absolutes Monatshighlight. Und ja, mich wird Miss Norma und die Reise durch die USA auf jeden Fall noch ein Stückchen mitnehmen und wäre für mich tatsächlich auch ein echtes Buchkandidat, um einfach diese Lebensgeschichte von Norma auch im Regal stehen zu haben. Großartig, absolute Empfehlung, hat mir unglaublich gut gefallen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Flop der Woche und das war wirklich ein Buch, wo ich dachte... Was hast du das gelesen? Ja, Das Wasser von Anna Engel bzw. Alexandra Fertz, wie auch immer das zusammenhängt. Ein Buch, das 2016 als Self-Publisher bei Amazon erschienen ist. Aktuell kostet das E-Book 2,99. Ich habe es im Indie-Festival, ich glaube, zur Hälfte oder vielleicht sogar für 99 Cent im Februar gekauft. Es hat 140 Seiten und klang im Klappentext nach einem unglaublich spannenden Thriller, wo man sich jetzt schon fragen kann, 140 Seiten, ist das nicht ein bisschen wenig für einen Thriller? Finde ich tatsächlich eigentlich nicht, weil wenn man zum Beispiel Kurzgeschichten von Stephen King kennt oder auch andere Art von Kurzgeschichten, da kann auch Spannung in weniger Seiten aufkommen und ich würde das nicht von den Seiten irgendwie abhängig machen. Ja, das Buch hatte mich damals angesprochen, einmal durch der Klappentext, dass die Geschichte in Bayern spielt, dass es eine Art Virus gibt, den jemand auf dem Weg von A nach B sozusagen verliert und dieser Virus irgendwie ein Dorf sozusagen krank macht und dann Dinge da passieren und die dann von der Außenwelt abgeriegelt werden. Und das klang nach einer sehr coolen Story und ich mag ja solche ein bisschen auch Science-Fiction-Thriller, was könnte passieren, Umweltkatastrophen und sonstigem. Und mir fehlt zu den 140 Seiten dieser Geschichte nicht allzu viel ein, außer dass es gewirkt hat wie ein Entwurf. Es waren unglaublich kurze Kapitel, ich glaube wir haben auf 140 Seiten über 40 Kapitel gehabt. Kapitel sind für mich immer eigentlich eine Trennung von einem Handlungsstrang, dass man bei einer Kapitelendung weiß, okay, es geht jetzt mit etwas anderem irgendwie weiter oder an dem nächsten Tag oder wie auch immer. Hier hatte ich das Gefühl, die Kapitel waren komplett willkürlich gesetzt, teilweise war die Geschichte absolut vorlaufend und es hat gar keine Kapiteltrennung gebraucht. Zudem war das ein unglaublich schlechtes Buch. Also es hat für mich wirklich gewirkt wie ein Entwurf, wie wenn jemand geplottet hat und dieser Plot hätte eigentlich noch ausgearbeitet gehört und das war hier nicht der Fall, dass irgendwer nochmal drüber gearbeitet hat. Die Charaktere waren flach, merkwürdig und total unrealistisch und damit meine ich nicht, es war einfach unrealistisch. Man hatte nie den Eindruck, dass die Menschen handeln, wie Menschen handeln und dass das einfach sehr konstruiert gewirkt hat und es war einfach ganz merkwürdig. Also was da passiert ist, wie die Menschen infiziert wurden von diesem Virus, die spüren dann so eine Art Hass in sich und wollen alle um sich herum schlagen, töten. Dann ist natürlich großer Zufall in diesem Dorf auch noch ein großer Schützenverein. Das heißt, jeder hat natürlich auch noch eine Waffe zu Hause. Es war schon ein bisschen sehr grenzwertig. Das Ende fand ich dann schrecklich. Da habe ich mir echt gedacht, verrückt, da geht's gar nicht, war ich der Meinung. Und halt wirklich dieser schlechte Schreibstil. Es hat für mich das Gefühl gemacht, da hat keiner drüber gelesen, weder Lektorat noch Korrektorat, was nicht unbedingt Pflicht ist. Aber da muss man selbst es ist eigentlich schon Pflicht. Also ein Lektorat ist für mich theoretisch auch bei einem Self-Publisher Pflicht. Und ich finde, das hat man gemerkt. Also es hat einfach gemerkt, wie wenn ich auch einfach mal losschreibe und dann denke, ach ja, der erste Entwurf passt schon. Da waren so viele Schreibfehler drin, wobei ich mich da gar nicht dran aufhalten möchte. Aber wenn die Kommasetzung einfach so überhaupt nicht stimmt, wenn man gefühlt pro Seite 5 Fehler findet und auch so Logikdinger, es war einfach schlecht. Also es konnte mich auf den 140 Seiten nicht ansatzweise in Spannung oder in den Thrill bringen. Es hat mich nur aufgeregt, vielleicht war auch das Ziel des Buches. Man weiß es nicht. Es war nicht gut. Kann ich absolut nicht empfehlen. Ich lese so gerne und so viel Self-Publisher, aber so etwas hatte ich schon lange nicht mehr in Händen. Und gut, jetzt Richard Layman so im Vergleich. Aber das ist wieder eine andere Art von schlecht. Ne? Also ich meine, es gibt ja Unterschiede von schlechten Büchern. Aber für mich ging das überhaupt nicht. Und es
ja, ist überhaupt keine Empfehlung. Also von daher, lasst die Finger da weg, lasst euch nicht locken, ja, was da gegebenenfalls den Preis betrifft. Weil ich meine, Self-Publisher, es ist natürlich immer günstig und verlockend. Und auch der Indie-Monat, da habe ich ja wirklich auch einige Bücher gekauft und auch schon ein paar gelesen. Aber das war jetzt hier wirklich mit das Schlimmste, was mir über den Weg gelaufen ist. Ja, dann kommen wir zu ein paar Kurzgeschichten. Und zwar Bazar der bösen Träume von Stephen King. Das ist in der gebundenen Ausgabe letztes Jahr erschienen und jetzt als Taschenbuch in diesem Jahr, ich glaube im Juni, Mai, Juni, ist im Heine Verlag erschienen. Kostet als Taschenbuch 13 Euro, als E-Book 10 Euro und hat 820 Seiten, ich glaube insgesamt. Und ich ziehe, glaube ich, 60 Seiten ab, weil da eine Geschichte drin ist, die ich schon kenne. Das ist der böse kleine Junge. Die werde ich auch nicht ein zweites Mal lesen. Insgesamt sind es 20 Kurzgeschichten und die eine habe ich eben auch schon gekannt. Ja, ich habe jetzt knapp 250 Seiten, was tatsächlich schon einiges an Geschichten sozusagen war. Also es ist Raststätte Mile, Premium Harmony, Batman und Robin haben einen Disput. Die Düne, der böse kleine Junge war eben schon dabei, ein Tod und die Knochenkirche habe ich gelesen und sehr gefallen hat mir Premium Harmony. Da hier haben wir zum Beispiel, also ja, das war die beste Geschichte bis jetzt, ein Ehepaar fährt zum Einkaufen und ja, die streiten sich ständig innerhalb dieser Fahrt. Und Premium Harmony ist einfach unglaublich kurzweilig. Es hat viele Pointen und einen bitterbösen Humor. Und es hat mir unglaublich Spaß gemacht und war jetzt wirklich bisher die beste Geschichte. Ich weiß nicht, ich tue mir immer schwerer mit den Stephen King Kurzgeschichten, wo ich die früher wirklich sehr, sehr gerne gelesen habe. Merke ich jetzt, dass mir die einfach immer zu kurz sind. Ja, dass für mich da einfach der Flair von King dann fehlt. Und ich dann immer so denke, ja, war okay, aber jetzt wirklich bei Premium Harmony habe ich mir echt gedacht, großes Kino, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Der böse kleine Junge, den habe ich letztes Jahr gelesen, den fand ich auch toll. Oder vorletztes Jahr sogar schon, ich weiß gar nicht, der ist schon ein bisschen älter. Der hat mir auch, glaube ich, gefallen. Auf was ich mich unglaublich freue, ist, glaube ich, Ur ist hier drin. Also UR, wie der Urknall. Ja, ist auch hier drin, weil das wurde immer in Verbindung mit der Anschlag empfohlen, weil das wohl auch irgendwas mit Zeitreisen oder so zu tun hat. Und besonders gut gefallen tut mir natürlich mein kleines Lesezeichen von Stephen King. Da haben mich auch ein paar Leute gefragt. Das habe ich bei Etsy gefunden. Also gebt da einfach mal ein, ja, Stephen King, dann oder halt auch Bookmark oder irgendwie sowas und dann findet man den. Und ja, das Schöne hier ist auch immer, dass es so eine Art Vorwort gibt zu den Geschichten und man so ein bisschen ein paar Gedankengänge von Stephen King mit hat. Und das Cover ist natürlich auch sehr schön mit den Schmetterlingen. Erinnert jetzt schon ein bisschen an das neue Buch von ihm, Sleeping Beauties, glaube ich, heißt es so. Und da ist ja auch ein wunderschöner, großer Schmetterling vorne drauf und auf das freue ich mich auch. Und im Oktober gibt es ja auch schon einen neuen King. Von daher, ja, das habe ich diese Woche auch angefangen. Also zumindest, ja, noch nicht, natürlich noch nicht durch, aber ja, man muss ja auch mal mit was anfangen. Ja, das war's buchtechnisch. Dann habe ich diese Woche, ich hatte eine Spätschichtwoche, habe ich auch meine Flow zu Ende gelesen. Das ist die neueste Flow und auch die hat mir wieder unglaublich gut gefallen. Ich mache ja dann wirklich bei mir sozusagen noch im Bett den Rollo hoch und lese dann einfach noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten morgens in der Flow. Das macht mir unglaublichen Spaß, bevor ich dann wirklich in den Tag starte. Und ja, hier geht es ein bisschen um Selbstzweifel, um weniger Reden, um mehr Zeit, um wo sie hingeht und auch so ein bisschen do-it-yourself und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen diese Woche und hat mir wirklich auch den Morgen ein bisschen, ja, versüßt. Dann habe ich diese Woche eine neue Serie entdeckt, ich glaube schon am Sonntag habe ich mit ihr angefangen und zwar The Paradise. Das ist eine BBC-Serie, die es bei Netflix gibt mit dem Untertitel Haus der Träume. Und ja, mir ist diese Serie, glaube ich, ein paar Mal empfohlen worden oder auch angezeigt worden im Zusammenhang mit Downton Abbey, weil sie in einer Art ähnlichen Zeit spielt. Also sie spielt vor Downton Abbey um die 1870er Jahre und ist eine Serie aus 2012, 2013. Es gibt zwei Staffeln, à 8 Folgen, zu je ungefähr einer Stunde Sendezeit. Und nach der zweiten Staffel wurde die Serie aber dann abgesetzt.
Und ich habe die erste Staffel komplett diese Woche gesuchtet und muss sagen, ich verstehe es aktuell noch nicht. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf die zweite Staffel, was vielleicht an der anders schlechter war, dass sie dann im Grunde keine Einschaltquoten mehr hatten und dann eben auch abgesetzt wurde. Ja, die Serie basiert auf dem Buch Das Paradies der Damen von Emile Solas, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Und es war auch so eine Art Buchreihe, die eben in dieser Zeit spielt. Und wir haben hier eben ein Kaufhaus, The Paradise, was eben das erste Kaufhaus in der Region, in der Gegend sozusagen ist. Man hatte ja früher eben diese kleinen Läden, da ist man eben da zum Schneider, da zum Schuhmacher und so weiter gegangen. Und hat da auch den Stoff gekauft und ist zum Schneider und wie auch immer. Und da gab es eben Kurzwaren wie Knöpfe und überall waren kleine Läden. Und The Paradise ist eben das erste große Kaufhaus, wo sich alles findet. Wo man eine Damenabteilung hat, wo man Herren ankleidet, wo es eben auch tolle Seidentücher gibt. Und in der Ecke gibt es Handschuhe und dann gibt es irgendwann Uhren und ein Delikatessengeschäft. Und ja, und man erlebt eben diese Zeit, also um 1870, 1880, also das Ende des 19. Jahrhunderts. Und hat natürlich genau dieses Feeling, was man auch aus Downton Abbey kennt. Es ist eine Serie, die mich so wirklich mit der ersten Folge absolut gefangen hat, weil ich mochte unsere Protagonistin, Denise Lovett, die zu ihrem Onkel im Grunde zieht, eigentlich ihm in seinem Laden helfen möchte. Er dann aber sagen muss, er hat ja nicht mal genug Arbeit, um so für sich selbst richtig zu sorgen. Und die dann eben bei der Konkurrenz ja sozusagen anfängt und dort auf John Murray trifft, den Besitzer zu Beginn der Serie, des Paradise. Und wir erfahren eben hier so ein bisschen diese Arbeiterschaft, wie das im Grunde so läuft. Dann eben so diese Mittelschicht, die hier dann eben auftaucht, die eben sich hochgearbeitet hat, wie eben jetzt der Besitzer vom Paradise. Und wir haben natürlich auch die reichen Leute, die dann eben dort einkaufen gehen. Und von diesen Schichten haben wir immer so ein paar Beispiele, die wir eben näher verfolgen. Und das erinnert natürlich so ein bisschen an Downton Abbey, wo wir ja eben auch die Höheren und die Niederen sozusagen hatten. Und gefällt mir unglaublich gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die erste Staffel. Die Entwicklungen, die Spritzigkeit, die Denise an den Tag legt und man erfährt eben wieder die Details, wie das früher war, da zu arbeiten. Dass man eben Kost und Logis frei hatte, dass man in Dreierzimmern im Grunde mit seinen Kolleginnen gelebt hat und wie streng diese Ordnungen waren, was einzuhalten war, wenn man eben mit Höheren gearbeitet hat, denen gedient hat ja mehr oder weniger und was es da natürlich auch für Konflikte gibt. Es gibt auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte, die ich tatsächlich ein bisschen unnötig finde. Das ist so der Kritikpunkt, wo ich aber denke, okay, gehört halt irgendwo dazu. Ich bin sehr begeistert von den Schauspielern. Ich finde Edmund Elliott, den man aus ein, zwei Folgen Game of Thrones tatsächlich kennt, als John Murray wirklich sehr, sehr gelungen. Und ich mag auch Joanna Thunderham, die eben Denise spielt, großartig. Ich finde, die machen das wirklich gut. Und dieses ganze Feeling in diesem Paradise ist halt großartig. Und wenn die Leute das Strahlen anfangen, dann strahlt man im Grunde direkt mit, weil man sich das eben vorstellen kann, wie das ist, wenn man, also ich hatte das Gefühl, die Leute gucken alle so, wie ich in meinem ersten Besuch im KDW in Berlin, ich war da auch wie so ein kleines Kind im Süßwarenabteil, große Augen und total begeistert und überfordert und so ähnlich fühlen sich jetzt eben diese Menschen auch, natürlich noch ein bisschen kleiner, aber ja, ihr versteht, was ich meine, so vom Vergleich. Und das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie die zweite Staffel ist, was da weitergeht, was da passiert, wo das Augenmerk, wo der Fokus drauf gelegt wird. Und freue mich da wirklich sehr auf die zweite Staffel und bin dann einfach sehr gespannt. Dann war ich am Mittwoch im Kino. Ich habe mir den Circle angeguckt. Das ist ja eine Buchverfilmung von Dave Eggers. Und ich habe hier ja Freikarten bei der lieben Chrissy gewonnen und war zusammen mit einer Freundin im Kino. Und wir haben hier ja eine Verfilmung mit Emma Watson, die wir als Hermine kennen. Die spielt unsere Protagonistin May. Und auch Tom Hanks spielt mit. Das ist ja echt so mein großer Kritikpunkt. Ich bin ja kein großer Fan von ihm, aber er war tatsächlich erträglich in diesem Film. Ja, wir haben hier eben den Circle. Das ist ein moderner Arbeitgeber, der im Grunde alles miteinander vereinen möchte, der sehr innovativ ist, der eben diese eine Identität im Internet erfunden hat, der verschiedenste Dinge ja im Grunde auch erfindet, kleine Kameras, die man überall anpimpen kann, dann eben auch so wie können wir Menschen im Grunde anregen, immer mehr, man hat einen Gesundheitscheck, da schluckt man irgendeinen Sensor und dann eben auch diese Vermischung
vom Arbeiten, vom Leben und alles irgendwie wird geteilt im Social-Media-Bereich. Also, dass man da immer agiert mit den Kollegen, das ist so eine Art Campus, da sind Veranstaltungen und wenn es im Grunde nach dem Circle geht, verlässt man diesen Campus auch sehr selten. Und das erfährt eben auch May, die sich total freut, da anfangen zu dürfen. Man hat so eine Mischung in dieser Firma, wahrscheinlich so ein bisschen aus Google hergenommen, so diese positiven Seiten. Und dann driftet diese Firma aber so ein bisschen dystopisch ab, also wo kann es eben hinführen, wenn das eine Firma irgendwie übertreibt. Und mir hat das Buch ja Anfang des Jahres, haben wir es im Leseklub gelesen, hat mir ja großartig gefallen, weil es einfach mal anders war. Es war anders als klassische Dystopien, weil es natürlich nicht ein Land irgendwie betroffen hat, sondern nur eine Firma, aber das eben schon so viel in Mays Leben eingenommen hat, dass man da wirklich total fasziniert war. Und ich mochte tatsächlich auch die etwas naive, dümmliche May, die aber tatsächlich, glaube ich, so ist wie 75% der Menschen. Wenn es irgendetwas Neues gibt und die Masse mitgeht, dann geht eben jeder mit. Und so ist, agiert eben May gerade auch zu Beginn der Geschichte. Ist ja oft anders. Bei Dystopien hat man ja oft den Protagonisten, der schon sagt, oh, das System ist schlecht oder der Vergleich vorher war irgendwie anders, besser oder ich möchte dagegen etwas tun. Und dann weiß man ja, man strebt jetzt eben eine Rebellion gegen zum Beispiel jetzt dieses Königreich an, wie auch immer. So gehen ja klassischerweise Dystopien. Und hier hat man eben aber einen Protagonisten, der erstmal sehr positiv mit all dem geht und einem das auch noch als Leser total positiv verkauft, sodass man zum Beispiel bei einer Erfindung, wo Kinder im Grunde irgendwas in den Knochen eingebaut bekommen, damit man sie beobachtet, damit man sie bei einer Entführung innerhalb von 60 Sekunden findet, da denkt man ja erstmal, das ist toll. Keine Frage, man kann immer nur das Positive sehen. Dann aber zu sagen, aber das ist eben in diesem Unternehmen nicht so. Und man selbst merkt dann eben, oder hat beim Lesen sehr oft gemerkt, wie man eigentlich diese merkwürdigen Ideen tatsächlich auch positiv sehen und eben einen auch hat verkaufen lassen. Und man sich so denkt, wo führt das mal hin? Und es haben sich viele im Leseklub darüber gewundert mit diesem extremen Teilen der Dinge. Also, dass die ständig im Grunde in einer Art Facebook unterwegs war, alles geteilt hat, dass man eben auch die Möglichkeit hatte, mit lauter Kamera es im Grunde sie zu verfolgen. Und ich dachte, habe da ganz oft zum Beispiel an Daily Vlogs gedacht. Es gibt ja viele YouTuber, die eben diese Daily Vlogs machen, wo man eben als Zuschauer sieht, wie sie morgens aufstehen und abends ins Bett gehen. Und ich dachte dann immer so, so weit weg sind wir nicht. Es gibt Menschen, die jetzt schon ihr Leben teilen und das ganz freiwillig, ohne dass sie jemand dazu zwingt oder es einen Beweggrund dafür gibt. Und das war so meine Angst vor dem, was da eigentlich Zukunft ist, mit dem Gefühl, es ist schon zum Teil so. Also hier seht ihr ja nur den Ausschnitt des Lesens bei mir, aber ne, das ist ja auch schon was, wo man sich denken könnte, ne? Also es hat schon irgendwie etwas Beängstigendes und das ist tatsächlich auch sehr gut für meinen Geschmack in den Film hineingekommen. Also ich finde, man hat die Geschichte sehr gut wiedergegeben, es waren einige Dinge, die zu früh in der Geschichte für mich aufgeklärt wurden, wo wir im Buch viel länger auf die Auslösung gewartet haben. Es war nicht ganz so eine gespannte Stimmung und man hat auch das Ende sehr Hollywood-mäßig verändert. Gerade das Ende vom Buch fand ich großartig. Hier hat man einen Weg gewählt, den ich nicht schlecht finde, gar nicht. Ich finde, es passt. Aber der eben so massen-Mainstream-kompatibel einfach ist. Aber ich fand insgesamt den Film gut, er hat mich unterhalten, er war sehr schnelllebig, es war wirklich sehr toll, auf welche Dinge man im Grunde zurückgegriffen hat aus der Geschichte, dass man sie nicht ganz erzählen kann, keine Frage, aber dass man eben so, ja, man hatte eben eine strahlende Emma Watson, wo ich immer dann auch zu meiner Kollegin und Freundin gesagt habe, Mensch, es ist immer noch Hermine, also sie kriegt bei mir diesen Stempel nicht los. Ich glaube, das ist besser gelungen, als sie Rollen gespielt hat mit ihren kürzeren Haaren. Da war sie tatsächlich mal so ein Moment bei mir, dass es dann nicht Hermine ist, aber jetzt mit den langen Haaren ist sie es einfach wieder. Und ich fand es aber toll. Also ich fand den Film wirklich gut. Er hat mich sehr gut unterhalten. Er hat ein paar Schwachstellen und er hat mir gefühlt auch ein bisschen zu viel nachgemacht aus der Realität, wo ich mir gewünscht hätte, dass man dem Buch ein bisschen treuer bleibt. Und bei dem Ende, ja, ich finde es nicht schlecht, daher kann ich nicht sagen, dass mich das Ende gestört hat. Ich hätte mir eben einfach dieses etwas kontroversere Buchende gewünscht, um eben nicht so in dieses Hollywood-like zu verfallen. Aber es war ein guter Film und ich denke, jeder, der gerne so ein bisschen düstere Science-Fiction mag, die aber
sonnig verpackt ist, der wird hier auf jeden Fall seinen Spaß haben. Und ich muss auch wirklich sagen, dass mir sowohl Emma Watson als auch Tom Hanks sehr gut gefallen haben. Ich finde, die haben auch sehr gut miteinander agiert. Und auch so dieses ganze Umfeld, diese ganzen anderen Charaktere fand ich wirklich toll. Das waren, glaube ich, ein bisschen was um die 1,5, fast 2 Stunden. Und mir hat das echt Spaß gemacht. Und es war ratzfatz um. Und wir haben uns auch angeguckt, oh, saßen wir jetzt so lange im Kino. Also es ist keine Langeweile aufgekommen und wir haben uns wirklich gut unterhalten gefühlt. Und ja, absolute Empfehlung. Wer gerne solche Filme schaut, ist auch beim Circle absolut richtig. So, jetzt haben wir auch nicht mehr allzu viel. Die neue Umfrage im Leseklub ist gestern für euch gestartet. Und zwar wählen wir jetzt unser Oktoberbuch. Und der Oktober steht unter dem Motto Gruseln im Oktober. Und ja, wir vier haben uns wieder ein paar Bücher ausgesucht und ihr könnt jetzt bis zum 22.09. abstimmen. Es wird in der Woche auch noch ein extra Video von mir geben, wo ich alle vier Bücher auch mit Klappentext kurz vorstelle und ihr da einfach noch ein paar mehr Infos bekommt. Wer jetzt nicht weiß, was der Leseklub ist, das ist ein Club, den wir aktuell zu viert führen. Dabei ist Tanja, die liebe Nettie und auch die liebe Sandra. Und ich packe die Kanäle, also ich glaube, ihr findet sowieso immer alles unten in der Infobox zum Leseklub. Und in diesem Club lesen wir einmal im Monat ein gemeinsames Buch. Der Gedanke ist, dass wir vier unsere Subbücher abbauen. Das heißt, ihr findet da zur Umfrage immer ein Buch von unseren Sub. Wir sprechen uns natürlich vorher ab, was spricht auch die anderen drei an. Oder wir haben auch schon gemerkt, dass wir einige Bücher gleichzeitig auf dem Sub haben. Das bietet sich natürlich an. Dann wird immer so um die Mitte des Monats abgestimmt, welches Buch im nächsten Monat gelesen wird. Somit hat auch jeder genug Zeit, wenn das ja so um den 20., 22. dann die Umfrage beendet ist, feststeht, wer der Sieger ist, hat jeder genug Zeit, um dann sich das Buch auch zu besorgen, wer mitlesen möchte, egal ob es sich dann gebraucht zulegt oder in der Bücherei ausleihen möchte oder was auch immer. Und so um den 20. auch ein bisschen früher, ein bisschen später, es kommt immer so ein bisschen auch auf die Seitenzahl des Buches an, fangen wir dann eben das Lesen an. Am Montag starten wir ja mit Lucinda Riley und dem Lavendelgarten. Wer da noch Lust hat, spontan mitzumachen, da starten wir jetzt am Montag und lesen, glaube ich, auch knapp 1,5 Wochen an diesem Buch. Also wir versuchen immer so 50 Seiten pro Tag, sodass jeder wirklich auch dieses Pensum bewältigen kann. Es gibt ein paar Leute, die fangen auch früher schon an, damit sie da im Grunde ein bisschen was aufbauen können. Man kann natürlich auch mal 2 Abschnitte an einem Tag lesen, aber ja, jeder wie er möchte. Es gibt dann pro Tag, pro Leseabschnitt eben einen Post in dieser Gruppe und unter diesem wird dann eben darüber gesprochen, diskutiert, ja im Grunde vielleicht auch mal mitgerätselt, je nach Genre, was es natürlich ist. Und so ist auch die Gefahr sehr gering, dass man eben gespoilert wird und man sollte halt wirklich nur erst dann in diesen Post reingehen, wenn man eben ja selbst diesen Leseabschnitt gelesen hat. Und ja, so ist jetzt eben unser Oktoberbuch zur Umfrage. Und zwar haben wir ja 4 Bücher zur Auswahl. Und zwar zum einen Interview mit einem Vampir von Anne Rice. Wir haben Frankenstein von Mary Shelley. Wir haben Rebecca von Daphne du Maurier. Und Winter People von Jennifer McMahon. 4 Bücher, die, glaube ich, alle gut in den Gruselmonat ja, Oktober passen. Wer jetzt sich fragt, warum Gruselmonat? Es ist ja bekanntlich Halloween im Oktober und so haben wir uns da so ein bisschen gedacht, können wir uns auch mal ein bisschen gruseln und ein bisschen ja, in die Abgründe sozusagen der Literatur gleiten. Und ja, wer sich jetzt für die Bücher mehr interessiert, guckt entweder direkt im Leseklub, da ist die Umfrage schon aktiv. Ihr habt bis zum nächsten Freitag, den 22.09. Zeit. Und ich denke mal, Dienstag, Mittwoch kommt dann auch noch mein Video dazu, sodass ihr euch noch einen etwas tieferen Einblick zu den Geschichten einholen könnt und dann eben immer noch 2-3 Tage Zeit habt, um abzustimmen. Ihr dürft natürlich auch 2-3 Bücher anklicken. Wir 4 werden uns immer der Umfrage enthalten, weil wir zeigen ja sonst auch vielleicht, welches unser Subbuch ist oder wie auch immer. Und bisher hat das auch immer ganz gut geklappt. Und ihr habt sozusagen die Macht zu entscheiden, was gelesen wird. Und ja, dann in der Regel starten wir im Grunde, ja, so um den 20. kann man sich immer so ein bisschen einrichten.
wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Dicke auch des Buches an, damit wir eben so zum Ende des Monats dann auch tatsächlich fertig sind und das so ein bisschen im Allgemeinen. Dann sind zwei neue Mind-Magazine bei mir eingezogen und zwar habe ich mir heute im Einkaufen, also bei mir ist heute Samstag, im Einkaufen die neue Happy Way mitgenommen und wer mir auf Facebook folgt, findet ihr auch in der Infobox. Auf Facebook folgt? Nein, und wer mir auf Instagram folgt, der findet ihr natürlich in der Infobox, der weiß das schon. Und zwar hat mich hier tatsächlich auch das Cover unglaublich angesprochen. Ich lese die Happy Way sporadisch, nicht immer, aber immer wieder, wenn mich Themen ansprechen. Und hier heißt es Carpe Diem, lebe, liebe, lache. Und das ist auch was ich eigentlich ganz gut gebrauchen kann, um einfach so diesen positiven Level bei mir wieder aufzufüllen. Und hier heißt es vom Glück, sein Brot selbst zu backen, Seelenglück, Reiseglück, geht's nach Costa Rica, ein Land, was ich auch unglaublich gerne mal sehen möchte, Glücksmomente, Liebesglück und Körperglück und hier oben auch noch Kreativglück. Und es hat mich einfach so vom Cover unglaublich angesprochen und was ich total schön finde, es ist hinten drauf ein Plakat und das fand ich einfach so toll beim Durchblättern, dass ich dachte, das Einhorn muss einfach bei mir auch irgendwo dann hängen. Also ich finde das, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Ich weiß nicht, das Licht könnte ein bisschen zu hell sein, aber das fand ich einfach toll. Ich habe keine Macken, das sind Special Effects, das kommt bei mir an meine Schreibtischwand und ja, das ist die Happy Way. Und dann ist auch die zweite Ausgabe von Hügel bei mir eingezogen. Da habe ich ja die erste Ausgabe in Berlin gekauft. Und da dachte ich noch, Mensch, die erscheint am 13. September, das sind ja 6 Wochen, Wahnsinn, wie das, ne? Und jetzt sind diese 6 Wochen tatsächlich schon um. Ja, mir hat ja die Hücke, die erste Ausgabe, sehr gut gefallen. Und bei Hücke geht es ja um eine Lebenseinstellung aus Dänemark. Und es heißt hier eben auch, es steht gern für einen entspannten Sonntag, an dem man die Woche ruhig ausklingen lässt. Dann ist Zeit für Tee, die Lieblingsdecke, ein gutes Buch, Kaffee und Kuchen mit Freunden oder einfach einem gemütlichen Spaziergang im Park. Und ich mag diese Art Lebensgefühl unglaublich gerne und ich habe auch noch ein Buch da, was ich unbedingt eigentlich mal lesen wollte. Ich hoffe, ich komme da jetzt einfach im Herbst zu. Und hier heißt eben die zweite Ausgabe, einfach glücklich sein, ein Herbst in der Natur, bei Wind und Wetter draußen sein. Ich bin jetzt nicht der größte Freund von AFA, ich kann mich dieses Magazin diesmal ja dazu auch begeistern. Und da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ich hatte mir auch das Erscheinungsdatum im Bullet Journal eingetragen und habe mich da wirklich gefreut und bin jetzt sehr gespannt auf die zweite Ausgabe. Und dann habe ich, glaube ich, in dieser Woche nichts mehr zu erzählen. Ich glaube, es war jetzt auch genug. Ich habe gar keine Uhr im Blick, wie lange wir jetzt hier schon zusammensitzen und quasseln. Ich glaube, das war es auch so im Groben von mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, einen schönen Abend, noch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.